Sprich, hast du Nüffre gesehen, eine Orleanerin aus Trutzbucht? Ich halte mich aus den Angelegenheiten anderer hinaus. Was kannst du mir über Elis Herren sagen? Er zuckt mit den Achseln. Nur, dass die Männer ihres Vaters auf der Suche nach ihr Türen eingetreten und für Ärger gesorgt haben. Ich selbst habe sie nie getroffen. Was befindet sich in dem eingestürzten Turm? Er ist eingestürzt. Nichts. Er rollt seine Augen nach oben und zuckt mit den Achseln. Ein paar Häute auf Streckgestellen und der Talggestank über den Dengler immer schimpft. Das wird ihr wahrscheinlich sein. Der Rest der Burg ist Staub. Genau wie diese dumme Lady Tainu, die versucht hat, sie zu halten. In der Schenke gibt es einen Baden, der dir bei Bedarf die ganze verdammte Geschichte erzählen wird. Ha. Könnten wir also jetzt mit einem Baden reden? Was eine recht lange Angelegenheit werden könnte. Oder wir gucken uns einfach nochmal weiter um. Aber ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass da ein Bade in der Taverne ist, der uns von dem Turm, den man da gerade sehen kann, erzählen kann. Also, das hier. Das heißt, wir waren eben gerade in dieser kleinen Hütte hier vorne. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da was Wichtiges drin ist. Sure. Ja. Allein schon wegen dem schwer abgeschlossenen Schloss. Sonst ist hier nichts. Hier ist schon das Dorfende. Ja, nicht besonders groß. Wachposten des Hauses, ja. Welche Kräuter vielleicht noch? Nö. Karte. Da war die Taverne, da war Mühle. Waren wir da drin? Gehen wir da rein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten uns einigermaßen schnurstracks aufgemacht zu einem Gebäude, das aussieht wie eine Taverne. Weil wir doch ziemlich müde waren. Genau hier. Wie heißt die Taverne eigentlich? Die Drakugenschenke. Okay. Kleine Seitengasse hier. Warte mal. Mach mal lange Finger. Zing. Ja, wir haben Karotten gestohlen. So, gehen wir da rein. Da hat der Müller ja was zu sagen. Die Müllerin was zu sagen? Dörfler. Bist du schon in Trutzbucht gewesen? Wie mir zu Ohren kam, soll es dort keine Hohlgeburten geben. Okay. Interessantes Detail. Ja, die Mühle malt langsam. Ja. Keine wirklich wichtige Person hier drin. Wir könnten was stehlen, aber das würden die beiden sehen und ein bisschen Weizen stehen ist jetzt nicht so wirklich unser Ding, ne? Müssen schon Karotten sein. Galavan sei verflucht für solche Monster und der Rest der Götter gleich mit. Was meinst du? Vor einem zerstörten Pferch läuft ein Mann wütend auf und ab. Sein verwittertes Gesicht ist verzerrt von Zorn. Er wird von seiner Wut eingenommen, dass er dich gar nicht zu bemerken scheint. Bei Galawains keifenden Biestern, verdammtes Drecksbildnis, dreimal verdammte Salzschlampe mit ihren klitschigen... Was? Das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, zu den Göttern zu beten. Bisher haben sie mir ja einen tollen Bärendienst erwiesen. Schau dir nur dieses Durcheinander an. Mein Pferch ist ruiniert und bis nur auf ein paar Ferkel ist alles weg. Ja. Beruhig dich und erzähl mir, was passiert ist. Ja, mach mal. Pferd hat hier irgendwas mit irgendwas zu tun, was wir erledigen sollen. Er beißt sich auf die Unterlippe und schließt seine Augen. Seine Nasenflügel blähen sich mit jedem schnellen, wütenden Atemzug auf. Meine Alte sagt mir immer, dass ich mein Temperament unter Kontrolle halten soll. Einfach tief einatmen und bis 10 zählen. Er seufzt.
Vor nicht allzu langer Zeit ist ein Oger in die Gegend gezogen. Die Leute haben ihn und seine Spur ab und zu im Wald gesehen, aber er schien sich vom Dorf fernzuhalten. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Zumindest dachten wir das alle, bis er sich meine Schweine geschnappt hat. Jetzt haben alle Angst, dass er Appetit auf Gestandene bekommt. Sofern er die nicht schon hat. Hast du gesehen, wie der Oger deine Schweine geraubt hat? Oder nimmst du es nur an? Also ich weiß nicht, wie groß die Oger hier sind. Die Trolle waren schon ziemlich groß. Aber wenn die Oger noch größer und breiter wären, dann wären hier irgendwo dicke Fußstapfen. Wer sonst hätte mein Pferd zerstört und mit meiner Herde abhauen können? Und gleichzeitig sucht der Rest des Dorfes im Wald nach einem 3 Meter großen Monster. Ja, okay, es ist ein wenig naheliegend. Und sein Haus ist auch ein bisschen abseits, ne? Ich weiß, dass ich meine Schweine nicht mehr retten kann. Dieses Ding einen Kopf kürzer gemacht zu sehen, würde mich aber trotzdem beruhigen. Wenn du mir seine hässliche Birne bringst, werde ich dir sogar etwas dafür eintauschen, für das ein Bauer wie ich viel weniger Verwendung hat als so ein Krawallmacher wie du. Ja, wir haben viel zu tun. Hast du irgendeine Spur von Aelin's Herrend gesehen? Seine Hände ballen sich zu knorrigen Fäusten. Wie oft muss ich denn das noch wiederholen? Ich habe diese herumspürenden Wächter doch schon gesagt, dass ich sie nicht gesehen habe. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, auf meinem Grund und Boden herumzuschnüffeln. Brauchst du sonst noch was? Ja. Ich wurde ebenfalls geschickt, um eine Orleanerin namens Nüfri zu finden. Weißt du, wo sie ist? Noch nie von ihr gehört. Okay, was weißt du über den Oger? Oh, er wird sich von anderen bestimmt nicht unterscheiden. Ein großer, hässlicher Hurensohn mit cholerischem Temperament und einem Hunger, der seinesgleichen sucht. Trügel könnte dir mehr über ihn erzählen. Er behauptet, ihn im Wald gesehen zu haben. Du kannst ihn in seinem Laden direkt neben dem eingestürzten Turm finden. Da waren wir gerade. Okay, noch eine Aufgabe. Not eines Bauern. Ja, gleich. Erstmal gucken wir uns hier noch weiter um. Wir könnten hier die Karte verlassen. In Richtung Sturmwallschlucht nur, ja. Also nein. Ein paar Dörfler, die ausgefragt werden. Und Schmied. Winfrieds Waffen und Rüstung. Hallo? Hey, Winfried. Ein beleibter, grinsender Mann steht hinter einem windschiefen Holztresen und poliert ein Faustschild. Er schaut hoch. Hab dich noch nie hier gesehen. Freue mich immer, ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Gesellschaft ist gut fürs Geschäft und Plauderei ist gut für die Seele, sage ich immer. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Ich suche nach einer jungen Frau namens Alice, aber das werden ihn alle schon gefragt haben. Der Fürst lässt dich auch rumfragen, was? Er grunzt. Naja, wenigstens fragst du freundlich. Schon schlimm genug, dass eine kleine Armee ins Dorf einrückt. Aber nein, dann müssen sie sich auch noch wichtig machen und einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Er schüttelt seinen Kopf und kichert. Das ist eben das Problem mit diesen Fürsten. Sie denken, dass sie aufgrund ihres Geldes und ihres Familienstandes das Anrecht auf eine Sonderbehandlung hätten. Sie erwarten, dass jeder wie ihre Diener um sie herumschwänzelt. Nein, mein Herr, solche Leute haben wir hier im Dürrwald nicht. Wir haben uns schließlich von Edda abgespalten, um solchen Unsinn zu entgehen. Wenn sie denken, blub, 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 blub. Ja, das wird sich ändern, sobald unser Schloss weiter ausgebaut ist und wir ein stehendes Heer haben. Denn, geht's ja anders ab. Und ich denke nicht, dass wirklich jeder Adeliger denkt, dass er eine Sonderbehandlung verdient hat wegen seinem Geld und seinem Familiennamen, sondern eher wegen den Hunderten von Soldaten, die sie haben. Haben sie ein Anrecht auf etwas andere Behandlung? Also nicht wirklich ein Anrecht, aber sie könnten sich halt nehmen, ne? Konzentrier dich, ich suche noch die Mädchen. Natürlich. Ich wollte gerade von ihr sprechen. Ich habe sie nicht gesehen. Zumindest nicht, seit sie verschwunden ist.
Sie ist meistens für sich alleine geblieben. Aber du weißt ja, wie Frauen so sind. Ja, wir sind selber eine. Sobald man zwei von ihnen zusammenbringt, gibt es endloses Getue und Gerede, was wohlgemerkt gar nicht schlimm ist. Das soll keine Kritik sein. Hat wahrscheinlich gerade zu meinem Schwert geguckt. Was wohlgemerkt gar nicht... Man hat halt nur den Eindruck, als ob ihnen die Themen ausgehen würden. Das Mädchen schien ziemlich still, richtig schüchtern, will ich meinen. Aber selbst Hendina hat sie zum Reden gebracht, was einem zeigt, wie sehr man sich irren kann. Hendina? Eine Alchemistin. Betreibt einen kleinen Stand in der Dorfmitte. Begabte Dame, aber sie hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Aufeinandertreffen mit Lindwürmern. Sie hatte Glück, dass es nicht der große Oger war, der in letzter Zeit durch die Gegend streift. Hast du schon gehört? Vor ein paar Tagen hat er Rumbald alle Schweine gestohlen. Sprich ihn bloß nicht darauf an. Das Thema ist für ihn immer noch ein Wunderpunkt. Und wenn man ihn erstmal wegen diesem Oger und seinen Schweinchen in Rage gebracht hat, hört er mit dem Reden gar nicht auf. Okay, was hast du zu verkaufen? Die Sünde von St. Rumbald. 10.000 ist das, ne? Ja, 10.000. Alles noch außer unserer Kragenweite. Dietrich haben wir, glaube ich, noch genug, oder? Was fällt Dietrich? Ja, 18 Dietriche. Ist alles okay. Stimme des Berggipfels, was machst du? Sänger, Wirkungsbereich mal 1,2. Kann leider nicht gucken, was du gerade hast, aber 825, das ist okay. Kauf den mal. Handeln. Raus. So, wo ist das gelandet? Hier bestimmt irgendwo. Schmuck. 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 Ach, da ist es. Du. Da. Also dein Wirkungsbereich ist jetzt höher. Alles gut. Und dann fragen wir sonst hier niemanden mehr. Nö. Geh mal raus. Und jetzt gehen wir erstmal zur Stadtmitte und suchen hier eine Alchemistin. Das hier sollte eigentlich die Mitte sein. Dörfler, Dörfler. Und da. Nehmen wir doch mal den Stand. Eine junge Frau lehnt sich gegen einen Wagen. Ein Arm und eine Seite ihres Gesichts sind mit Bandagen bedeckt, unter denen du rotes, welliges Fleisch erkennen kannst. Von ihren Wundverbänden dringt ein minziger, scharfer Geruch zu dir herüber. Gerade erst angekommen. Ich wollte gerade einen Teil meines Lagerbestands trocknen, aber du kannst dich gerne trotzdem umsehen. Ich suche eine Orleanerin namens Nüfri. Ich habe neulich eine Orleanerin in die Drakuschenschenke gehen sehen. Ich weiß nicht, wie sie hieß, aber sie verhielt sich merkwürdig. Du hast gesagt, deine Vorräte wären beschränkt. Was ist passiert? Es sind die verdammten Straßen. Ich kann keinen meiner Zulieferer kontaktieren und bin deshalb darauf angewiesen, dass ich mir im Wald zusammenschnorren kann. Dürrwurz, Flussschilf und dergleichen. Das ist alles schön und gut. Aber die meisten Tränke benötigen auch noch eine andere, stärkere Zutat. Zum Beispiel Trollhaut, Gefäßknochen und so Zeugs. Außerdem gibt es da noch eine wirklich seltene Zutaten. Sachen, die man sich niemals leisten, geschweige denn selber finden kann. Was denn? Ich hatte ein Jungdrachennest östlich der Ortschaft beobachtet, bei der Dürrfurt-Flusskreuzung. Das blieb gerade lang genug, um einen Haufen Eier zu legen und zog dann weiter. Der Himmelsmutter sei Dank, dass es kein ausgewachsener Drache war. Dracheneier stehlen. Ha. Frische Eier sind sehr viel nützlicher als welche, die von Händlern zu Händler wandern und wochenlang im Nest liegen. Und die Eier dort scheinen genau im richtigen Alter zu sein. Ich wollte mir ein Ei beschaffen, aber ich wusste nicht, dass schon so viele geschlüpft waren. Oder dass junge Lindwürmer ihr Territorium so heftig verteidigen. Ich könnte dir ein Ei besorgen. Sie starrt dich unverändert an, aber in ihren Augen siehst du aufkeimende Hoffnung und ihre Mundwinkel beginnen zu zucken. Also will sie das unbedingt. Das heißt, wir können einen sehr hohen Preis verlangen. Ich hoffe wirklich, dass du mir nichts vormachst. Noch einmal ins Feuer zu langen, könnte ich wohl nicht aushalten.
Wenn du das ernst meinst, würde ich dich auf jeden Fall dafür bezahlen. Natürlich. Vergiss aber nicht, dass Dracheneier trotz ihrer Größe ziemlich zerbrechlich sind. Und mit einem intakten Ei kann ich viel mehr anfangen. Okay. Wir suchen auch noch die Edelfrau, die alle anderen suchen. Oh? Die Tochter dieses Fürsten? Als ich sie neulich morgen sah, war sie ganz grün im Gesicht. Sie hat mit Trügel geplaudert vor seinem Laden. Okay, es deutet wirklich alles auf den Kirschner hin. Wieder so eine BG2-Anspielung. Was war mit ihr los? Ich sollte alles steigern. Sie zupft an einem Verband. Nichts gegen dich, aber ich kenne dich ja kaum. Ich bin keine Klatschtante und ich möchte dem armen Mädchen auf keinen Fall noch mehr Schwierigkeiten machen. Lord Heron sagte, dass die Reise sie krank gemacht hätte. Es war keine Reisekrankheit. Glaub mir, ich weiß, was ich sehe. Grün im Gesicht und sie läuft zu einem Kirschner. Vielen Dank für die Informationen. Du hast vorhin Straßen erwähnt, die unsicher wären. Als kommende Herrscherin dieses Landes sollten wir wissen, was auf den Straßen vor sich geht, also fragen wir mal.